studieren aber richtig. Ich sage Ihnen nur kurz, wie es dazu kam. Das ist unsere Zielgruppe gewesen und auch unsere Ausgangssituation. Unberatene Studenten, die irgendwo stöhnen über ihren Aufgaben, insbesondere im Anschluss an die Bologna-Reform. Verknappung der Studienzeiten, weniger Zeit für Versuch und Irrtum, weniger Zeit für Selbst- oder Lernen durch Nachahmung und man merkte einfach wirklich in der Luft das Manko an guter Studienberatungsliteratur. Und wir kamen zusammen, Otto Kruse, Theo Hupp von der Universität Innsbruck und meine Wenigkeit und dachten wir, machen sowas und haben diese Reihe konzipiert in diesem Sinn. Es geht darum, die Kluft zwischen Schule und Hochschule zu überbrücken. Das war ein ganz zentrales Thema, trotz aller wissenschaftlicher oder vorwissenschaftlicher Arbeit und ähnlichen Dingen. Wir wollen zwischen Orientierung, Wissen und Können vermitteln und die Mängel in Betreuung und Ausbildung kommen. Pensieren. Es gab ja immer schon Ratgeberliteratur und ich brauche nur Umberto Eco erwähnen oder die üblichen Arbeitstechniken oder wie das hieß, nicht? Das ist ein Standardprodukt in der Studienliteratur, aber es gab nichts Modernes, das sich sozusagen auf die Situation nach Bologna bezog. Das war unser Ausgangspunkt. Wir hatten dann Konzept auch irgendwie beim Layout versucht ein bisschen zu modernisieren und Otto Kruse ist mit dem ersten Band Lesen und Schreiben gestartet, er war sozusagen der Opener für die Reihe, sicher nicht zufällig, erstens aufgrund seiner Kompetenz und Kapazität in dem Gebiet und aber auch vom Titel her, Lesen und Schreiben, das viel elementarer geht es nicht, nicht? Und wir haben überlegt, ob wir wissenschaftlich Lesen und Schreiben sagen sollen, nicht Lesen und Schreiben. Die Reihe studiert aber richtig kontextualisiert das Thema schon. Das war der erste Band, inzwischen sind an die 9 erschienen. Auch hier gibt es verschiedene Stars unter den Stars. Oben Nummer 1 Kruse, ganz unten Kruse mit kritischem Denken, nicht? Also derzeit der neueste Band, in der Mitte einige Superstars, auch würde ich sagen, wissenschaftliches Englisch bereits erwähnt, sehr schön, wissenschaftliches Deutsch, sozusagen ein Zwillingsprodukt zum Englisch, dazu empirisch forschen von Hug, auch, Sie sehen die Herausgeber als Autoren in der Reihe tätig und die meisten Bände schon in Folgeauflagen. Kruse, Lesen und Schreiben, schon erwähnt, Kruse, Kritisches Denken und Argumentieren gegen Ende letzten Jahres erschienen und mit den Vorzügen, die Sie hier sehen, verständlich und schlüssig aufgebaut, wissenschaftliche Aussagen korrekt begründen, fokussiert auf das Thema Argumentieren und auch für das Selbststudium geeignet. Das sind sozusagen die engsten oder kompaktesten Nutzenargumente für dieses Buch. Ich habe kurz nur die Überschriften rauskopiert, um nicht sie mit Unterüberschriften und zu viel Informationen zu erschlagen. Aber Sie sehen hier, worum es in dem Band geht. Ich lese das nicht vor und Sie haben die Möglichkeit, hier auch Musterexemplare anzusehen und sich detailliert zu informieren. Sie können auch natürlich mit mir im Anschluss reden und Fragen stellen, wenn Sie sich für die Reihe interessieren, wenn Sie mit Ideen schwanger gehen und sagen, das bräuchte es oder wir bräuchten in der Lehre insbesondere das noch oder jenes. Auch dafür bin ich natürlich sehr empfänglich und aufgeschlossen und mit Herrn Kruse als Mitherausgeber stehen wir zur Verfügung. Die Informationen zu den Bänden finden Sie auf der UTB-Website, unter den Autorennamen natürlich, aber auch unter dem Reihentitel. Dort können Sie in die Bände hineinsehen und sich intensiv informieren und sagen, ist das was für mich, kann ich das weiterempfehlen, will ich als Multiplikator oder Multiplikatorin für diesen Band dienen. Nützt er mir in der Lehre? Ja oder nein? Ich hoffe, ja. So viel, so kurz zur Reihe Studieren aber richtig.